Willkommen zurück zu einer neuen Schachpartie. Dieses Mal geht es gegen Lion 2 aus Kuwait. Gucken wir mal nach. Aus Kuwait. Sehr schön. Ich hatte richtig geraten. Das beginnt ja schon mal ganz gut. Jetzt gucken wir mal, was ich hier denn so veranstalten möchten tun. Okay. Es beginnt mit einer symmetrischen englischen Variante, die jetzt nicht mehr ganz so symmetrisch ist. R4 entschattiert seinen Läufer und ich denke, das ist auch eine gute Idee. Ein Zug später werde ich den jetzt auch machen. Und sollte ich E5 spielen, das würde verhindern, dass er D4 spielen könnte. Ich glaube, das mache ich mal, obwohl es natürlich ein paar Schwächen hier jetzt auf meinen weißen Feldern gibt. Sein Springer kann hier auf B5 und auf D5 reinhupfen. Aber da ich ja noch genügend andere Figuren habe, könnte ich ihn da jederzeit gut vertreiben. Mein Plan ist jetzt wie folgt. Der Zug war merkwürdig, dadurch blockiert er seinen Läufer, aber den bringt er jetzt wahrscheinlich nach B2. Gut. Zunächst werde ich erstmal den Läufer hier spielen und dann werde ich vielleicht mit F5 versuchen anzugreifen. Ja, mal gucken. Da liegt die Initiative. Auf Springer G5 könnte ich ruhig meine Dame entwickeln. Hat den schönen Nebeneffekt, glaube ich, dass die Türme sich verbinden und Kontakt schließen. Er nimmt natürlich raus und jetzt mit dem Springer zu nehmen wäre ein großer Fehler, denn dann nimmt er mit dem Läufer und meine Dame und mein König wären aufgespießt und dann würde ich die Dame verlieren. Jetzt droht aber die Gabel hier auf dem C7-Feld. Die verhindere ich erstmal großzügig mit dem Turm auf C8, obwohl er da nicht so gut steht. Die Linie ist blockiert. Lieber wäre mir es gewesen, wenn ich ihn auf E1, verdammt, auf E8 gestellt hätte. Und im nächsten Zug denke ich mal König H8. Denn ist zumindest der König von der Diagonale runter und dann droht auch hoffentlich nicht mehr so viel. Gut, die Dame dorthin ist eigentlich nicht das große Gefahrenpotenzial, obwohl sie da natürlich viel aktiver steht als hier. Aber ich denke mal mit H6 lässt sie sich gut auskontern. Spiele ich mal. H6. Der Bau auf G6 ist ja noch ausreichend gedeckt durch meinen Springer und meiner lieben Dame. Und er hat sogar die Diagonale zugemacht für seinen Läufer. Wenn er jetzt hier mit dem Bauern nimmt, nehme ich wahrscheinlich mit meinem Bauern wieder. Hat er also auch nicht gemacht. Könnte ich jetzt F5 spielen? Nein. Ich könnte den Springer aktiver hinstellen. Deckt den Bauern auf F4 nochmal. Das heißt, wenn er hier mit dem Springer rausnimmt und ich mit der Dame nehmen muss, kann ich diesen Bauern, wenn der durch den Bauern auf E4 geschlagen wird, immer noch mit dem Springer rausnehmen. Und gleichzeitig hat hier sogar auf seiner Seite diesmal die Gabel gedroht. Sehr schön. Gut, jetzt werde ich diesen Springer erstmal eliminieren, denn der nervt. Gleichzeitig schließe ich dadurch die Diagonale für diesen Läufer. Und meine Dame geht mal nach D7. Oha, jetzt wird's aber angriffslustig von Ihnen. Ich könnte versuchen, mit diesem Bauern zu nehmen. Und jetzt diesen Turm von der C-Linie runterzunehmen, obwohl sie jetzt ein bisschen offener ist, also halb offen, nehme ich ihn da runter, denn ja, den Bauern kann ich sowieso erstmal nichts vorziehen, weil der hier auf C4 einfach nicht hinkommt. Und deswegen nutze ich erstmal die Fessel des Bauern aus. Schön wäre auch gewesen, Springer F3, dann hätte ich hier den Läufer gewonnen, aber wie gesagt, das geht alles hoffentlich gut. Gut, ich könnte den
Bauern nehmen, ich könnte es aber auch lassen. Ich bin mir unentschlossen, aber. Aber was mache ich? Gut, ich sollte vielleicht spielen, die Zeit drängt, deswegen werde ich erstmal einen Zwischenzug machen, B3. Gucken, was er macht. Die Dame von der Diagonale runter, alles klar. Hier auf G2 hängt ein Bauer, deswegen Dame F2. Auf G6 hängt ein Bauer, deswegen Dame F7. Und ich muss noch eine Minute an Zeit aufholen. Über eine Minute, das wird ein Spaß. Für die ganze Familie. Gut, jetzt hat er auch. Ja, alles klar. Mir ist jetzt gerade nicht so viel eingefallen. Gut, ich ziehe den König mal ein bisschen vor. Der deckt jetzt den Bauern hier gleichzeitig mit. Und im nächsten Zug vielleicht B5 hier am Damenflügel angreifen und hoffen, dass der Königsflügel heil bleibt. Oha! Geht aber voll in die Offensive, aber ich mache hier mal dicht. Und jetzt habe ich so ein Zickzack-Muster bei den Bauern. Was natürlich hier Schwächen auf den schwarzen Feldern bietet, aber hier durch meinen Läufer kompensiert wird. Und hier habe ich Schwächen auf den weißen Feldern, was aber durch meinen Springer kompensiert wird. Außerdem ist das nicht so schlimm, weil sein Läufer hier hinten steht und da kaum noch Zukunft hat. Einmal den Läufer hier hin. Er hat wahrscheinlich vor, den Turm hier auf G2 zu ziehen, also den von F2, um meinen Bauern ein drittes Mal anzugreifen. Das lasse ich aber nicht zu, denn jetzt kann ich immer noch Turm G1, Turm G8 spielen. Und mein Bauer ist jetzt auf jeden Fall gut verteidigt und wir sehen, er hat hier einen sehr starken, sehr, sehr starken, wie nennt sich das? Läufer. Gut. Und da, glaube ich, hängt er? Ich traue mich nicht, aber ich riskiere es mal. Da hängt, glaube ich, ein kleiner Bauer, den nehme ich mit. Und er greift jetzt meinen an. Das heißt, ich gehe erstmal zurück, sicherheitshalber. Er nimmt, ich nehme natürlich. Und jetzt habe ich eigentlich sehr viele Drohungen. Sein Turm hängt und ich kann gleichzeitig hier den Turm hinspielen. Er zieht dazwischen, jupp, und ich greife den Bauern auf F5, F4 an, 47 Sekunden, das wird ja wieder knapp. Zack. Zack. Jupp, das wird extrem knapp, ich freue mich. Ah, ich hätte abtauschen können. Vielleicht macht er es sogar. Jep, jetzt haben wir ungleichfarbige Läufer. Mal gucken, was das wird. Hier vielleicht mal ein Freibauern. Jep, finde ich ganz nett. Und dort auch noch ein Freibauern. Bereiten wir es schon mal vor. Jep, ich hätte auch mit. Nee, ich hätte nicht mit dem König auf F4 gehen können. Knappe 30 Sekunden noch. Das könnte War werden. Also richtig War. So, seinen Läufer greife ich an. Hallo. Versuche mit dem König auf seinen A4 Bauern loszustürmen. Nein! Das gewinne ich noch. Ich hole mir jetzt den dritten Freibauern. Wollte mir da einfach Remis anbieten.
Und langsam wird die Zeit auch besser für mich und da hole ich mir die Dame, denn da kommt sie nicht mehr ran. Juhu. Und jetzt lässt er die Zeit laufen und das sollte reichen. Huh. Gut, haben wir gesehen, mit ungleichfarbigen Läufern lässt sich auch nochmal gewinnen. Ich suche mir schnell einen neuen Gegner und dann bin ich gleich wieder da. Bis gleich.